ich habe in dem Buch Sei denn doch unverzagt, habe ich meine Großeltern interviewt, Christa und Gerhard Wolf, über einen längeren Zeitraum hinweg, also von 1998 bis 2012. Das letzte Gespräch war dann mit meinem Großvater allein, jetzt, weil meine Großmutter ja schon gestorben war. Und es sind insgesamt 6 Gespräche, also die wir vor allen Dingen über ihr Leben, über meine Familie, über die Herkunft, über das politische Engagement meiner Großeltern, über das Schreiben, aber auch über Familie, über Sex, über Verrat, über Stadtsicherheit, über die Systeme, also über alle wichtigen Lebensfragen haben wir gesprochen. Ich habe natürlich angefangen, diese Gespräche zu führen aus einem privaten Grund. Ja, ich wollte, dass, falls ich mal ein Kind haben würde, was ich damals 1998, da war ich 25, also noch nicht so richtig absehen konnte, aber ich dachte mir, wenn ich einmal eins hätte, dann würde ich ihm oder ihr gern erzählen, ja, wo wir herkommen. Was ist unsere Familie? Was hat uns bewegt? Aus welchen Ländern kommen wir? Sozusagen, was haben unsere Vorfahren gemacht? Und auch, wie haben sozusagen diese politischen Einschnitte, die es ja in Deutschland einige gab, also wie haben die auf unsere Familie gewirkt und wie sind wir damit umgegangen? Naja, also als Enkelin hat mich natürlich auch sehr interessiert, wie meine Großeltern es geschafft haben, 60 Jahre miteinander auszukommen. Ja, also es ist ja doch eine sehr lange Zeit. Also sie haben eben kurz vor ihrem Tod, also vor dem Tod meiner Großmutter, gab es noch die Diamantenhochzeit, die wir auch alle zusammen gefeiert haben. Und das hat mich natürlich sehr interessiert. Wie haben sie geschafft, immer diese Beziehung in der Balance zu halten und auch Arbeit und Familie miteinander zu vereinbaren? Dass auch mein Großvater kein Problem hatte, dass er oft in ihrem Schatten stand, was meine Großmutter sagte, für sie eher ein Problem war als für ihn. Und er da also ein sehr großes Selbstbewusstsein hatte und das eben gar nicht so sehr brauchte.